Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von ARK Survival Evolved. Ich dachte, ich zeige euch mal dieses, ja okay, neues Spiel stimmt auch nicht, es ist schon relativ alt, aber so langsam kommt es in einem Stadium, wo man das als vollwertiges Spiel bezeichnen kann. Und mir gefällt es sehr gut. Klar, zu mehreren macht es immer mehr Spaß, aber ich wollte euch jetzt mal alleine zeigen, worum es hier geht und was da so abgeht. Dafür machen wir mal eben einen Charakter. Ja, okay. Irgendwie so. Augenfarbe. Blau. Kopf. Ach, Kopfgröße. Okay, man kann ja also ja auch sehr kranke Wesen. Oh Gott, her. erstellen, aber so. Ich mache hier mal einfach so einen vorgeladenen. So. Ist ja ganz nett. Ja, der Kopf könnte ein bisschen größer sein. So. Okay. Dann heißt er nicht Bob, sondern. So. Okay, also man hat hier jetzt eine Map. Und ich spiele jetzt im das Center und da kann man, also es gibt verschiedene Maps und die sind halt relativ groß und es ist halt komplett online und offen. Also im Schnee würde ich jetzt nicht anfangen nackt, Dschungel, Mitte, tropische Inseln oder im Redwood Forest. So, ach so, da sieht man sogar, wo das ist. Ich weiß nicht, ich finde ja die Mitte eigentlich immer sehr gut. Dann gehe ich mal zur Mitte von der Mitte. So. Und dann geht's auch schon los. Wir werden wach. Irgendwo gestrandet auf einer Insel. Haben etwas im Arm eingesetzt. So. Ja, und dann geht's eigentlich auch schon los. So, man kann hier Steine aufheben. Also man beginnt halt wirklich mit nichts. Ja, das hier sind so Belohnungen dafür, dass man angefangen hat. Hier Implantat. ID Daredarryl. Spezies Homo sapiens. Epoche 74. Intelligent. Anpassungsfähig und weiß ich gar nicht. Überlebensquotient muss festgestellt werden, okay. Ja, gucken wir mal. So, Büsche kann man auch Fasern und Beeren raussammeln. Boah, ich versuche jetzt mal ganz schnell ganz viel zu sammeln. Weil hier in diesem Spiel kann es auch sein, dass man ein paar Mal spawnt, also auftaucht und es kommen direkt irgendwelche T-Rexe und fressen dich auf. So ist das halt als Überlebender, wenn du nichts kannst und schwach bist, dann ist auch schnell mal Futter. Aber ist ja irgendwie auch logisch. So, und das sind alles halt Bauwerke von irgendwelchen anderen Spielern. So Stachelzäune. Kleine Hütten, halb fertiggestellte Hütten, weil die Leute umziehen oder sowas. So, ich bin schon in ein Level gestiegen. Jetzt kann man sich hier bei den Attributen irgendwo was aussuchen. Ich habe eigentlich immer mit Nahkampfschaden angefangen. Und jetzt sind hier die Engramme. Also das sind quasi, wie heißt das? Nicht Rezepte, sondern Bauvorlagen, Baumuster, wo man dann was herstellen kann. So, erstmal ein Feuer. Feuer ist immer wichtig als Mensch. Eine Axt. So, für den Rest reicht es noch nicht. Was brauche ich jetzt nochmal? Ich habe auch eine Zeit nicht mehr gespielt. Das Interface hat sich sehr verändert. So, fürs Kochen. Stroh, Feuersteine, Steine, Holz. Feuersteine, Steine, Holz und Feuersteine, Holz, Stroh.
Gut, 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 gut. Dann brauche ich jetzt Bäume. Da ist ein Dino, da will ich eigentlich nicht lang. Ich hoffe, ich komme an dem vorbei. Weil mit bloßen Händen ist es schon ein bisschen schwieriger. Ich sammle mal auf dem Weg alles ein, was ich so greifen kann. Ging doch. Weil man braucht ja echt eigentlich alles, was man so sammeln kann. Und bei Online-Servern ist die größte Herausforderung wirklich der andere Spieler, also das PvP-Erlebnis. PvE am Anfang natürlich ist es schwer. Ach, der ist einfach aufgegangen. Ja, guck mal, dann nehme ich das einfach raus. Das ist jetzt nichts, was ihn umbringt, hoffentlich. Also ist halt auch ein Anfänger, aber die paar Bären, damit kann der eh nichts anfangen. Und ich habe schon ein bisschen Stroh gesammelt, ohne groß hier die Büsche ausnehmen zu müssen. Bei Fasern braucht man sehr viel für halt Kleidung und alles, wo man so Seile und sowas herstellt. So, jetzt verprügel ich den Baum, krieg dadurch Holz, erstmal nur sehr wenig, Holz und Stroh. Ich füge mir damit auch selbst Schaden zu, ne? Jeder, der mal so einen Baum verprügelt hat, weiß das. Ist nicht gerade das Angenehmste. Ich verprügel natürlich direkt den größten Bäumen. Baum? Bäumen. Ich mach's kaputt, du Wurzel. So, das reicht mir, glaube ich, erstmal an Materialien. So, da hinten sind Pflanzenfresser, Triceratopse. So. Oh Gott, das ist ein anderer Spieler. So. Nicht nervös werden. So, eine Spitzhacke haben wir. Achso. Ja, dann. So. So, mit der Spitzhacke kriegt man halt schon mehr Materialien raus. Also aus Bäumen kriegt man mit der Spitzhacke natürlich nicht so viel Holz, aber dafür so Strohfasern. So, für Holz braucht man nämlich eine Axt. Und dafür brauchen wir noch Feuersteine. Die kriegen wir aus so Steinvorkommen. Ja, und wie gesagt, also das Schlimmste sind wirklich die Spieler. So, Level up. Und zu mehreren ist es natürlich. Wow, siehst du, da war es schon. Oh Mann, ich hasse es. Ehrlich, wieso schleicht man sich von hinten an einen an und killt den direkt? Oh. So, jetzt ist Wiederbeleben erst in einer Minute erlaubt. So ein Dreckskerl. Ja, aber so ist das wirklich am Anfang, bis man sich halt eine kleine Unterkunft gebaut hat. Vielleicht ein Dino gezähmt hat, weil das kann man natürlich auch. Das ist ein sehr großer Bestandteil in dem Spiel. Man kann sich jeden Dino zähmen. Also jeden. Manche sind leichter, manche sind schwerer. Es gibt halt gute Kämpfer oder Traglasttiere, Flugtiere kann man auch. Ja, aber das dauert halt, bis man da angekommen ist. Also den ersten Dino kriege ich vielleicht sogar jetzt in der ersten Folge noch gezähmt. Aber da will ich noch nicht viel versprechen. So, hier bin ich jetzt gestorben. Oder hier. Ich weiß es nicht. Ach, Mann, ey. Aber da sieht man wieder, was Menschen für Schweine sind. Ein Nackter kommt von hinten mit einem Speer an und sticht mich damit ab. Einfach so. Ich konnte mich gar nicht wehren. So, aber jetzt habe ich direkt hier eine Holzquelle. Dreimal Holz. Dreimal Stroh. Sechsmal Stroh, zwölfmal Stroh. Uiuiui. So, und hier sind zum Beispiel Langhälse. An Stränden laufen häufig. Oh. Pachyrhinosaurus. Okay, wenn ich das jetzt aufheben würde, würde die Mutter sehr wahrscheinlich austicken und mich töten. Habe ich gerade keine Lust drauf? Ne, absolut nicht. So, jetzt brauche ich noch ein paar Fasern. Das weiß ich gerade gar nicht, was es genau ist. Hier sind auf jeden Fall viele große Dinos. Da hinten ist auch ein Flugsaurier.
Liegt da vor dem Langhals rum. So einer wäre natürlich cool, wenn ich den direkt am Anfang bekomme, aber man muss halt die Sättel erstmal bauen. Man kann sich halt nicht nackt einfach auf die draufsetzen. Und für die Sättel braucht man halt bestimmte Level. Je nachdem, was das für ein Dino ist, muss er halt erst hochgelevelt sein. Ja. Viele Leute bauen sich halt auch Hausboote. So. Mal gucken. So. Hoffentlich. So, Nahkampfschaden. Also, ein Knüppel nehme ich mal. Und Anziehsachen zuerst. Okay, keine Engrampunkte mehr. So, manche sagen, ich bin verrückt, weil ich mir nicht direkt was fürs Hausbauen hole, aber ich weiß nicht, ich ziehe mich lieber erstmal an. Zur Not kämpfe ich auch mal gegen einen. So, Herstellung, Rüstung, Stoff. So, und hier verbraucht man halt viele Fasern. 40 Fasern für das, 50 Fasern für das. Deswegen wäre das eben schon echt schön gewesen. Oh Mann, oh Mann. Aber naja. So, erstmal jetzt wieder die Spitzhacke herstellen. Achso, die kommt direkt wieder rein. Sehr gut. So, jetzt kann ich Feuersteine hier aus den Steinvorkommen kloppen. Ja, unten links sieht man zum Beispiel auch, mir ist gerade kalt. Klar, ich laufe hier nackig rum. Ist zwar tagsüber, aber ist wohl frisch am Strand. Dadurch regeneriert die Ausdauer zum Beispiel nicht so gut. Und wenn einem noch kälter wird, kommt da so ein Eisblock, dann erfriert man. Dann lässt die Ausdauer so lange nach. Oder? Ich weiß gar nicht, ob das Leben direkt abnimmt oder die Ausdauer. Aber auf jeden Fall stirbt man nach einer Zeit, wenn man da rumläuft in einem zu kalten Gebiet oder schwimmt, wenn es kalt ist. Oder nackt schwimmt, besser gesagt. So, jetzt habe ich auch Feuerstein. Was kann ich jetzt noch herstellen an Waffen? So, eine Fackel. Die wärmt natürlich auch. Den, was brauche ich für die Keule? Holz. So. Das tue ich mal irgendwo hier hin. So, die. Das ist natürlich unerlässliches Anfangsmaterial, diese Abbauwerkzeuge und Fasern. Klar, Fasern musst du mit der Hand sammeln. Später gibt es auch eine Sichel. Damit kriegst du halt nur Fasern, keine Bären mehr. Bären sind halt auch wichtig, wenn man Hunger hat. Also rechts, stimmt, rechts die Symbole, hat man unten das Leben, darüber die Ausdauer. Darüber dieser Fleischklops ist halt der Appetit. Darüber der Durst. Das maximale Gewicht bzw. der Gewichtszustand. Und ja, der Erfahrungsbalken quasi. Und ganz darüber taucht nochmal so ein Symbol auf. Jetzt mit einer Schaufel und Spitzhacke, wenn man ein anderes Werkzeug dafür braucht. So. Oder wenn man Werkzeug dafür braucht. So, und da sieht man schon, kommt schon viel mehr Holz raus, wenn ich da mit einer Axt gegen hau. So, dann hole ich noch Feuersteine. Oh Mann. Aber aller Anfang ist schwer. So ist es immer. Ah, Metall kriegt man auch. Natürlich aus so normalen Vorkommen eher selten, aber sind halt auch vorhanden. Überladen. Sehr gut. Dann stelle ich mal eben. So, die Keule hatte ich noch nicht. Die Spitzhacke kann ich reparieren. Da. Das kann man sogar jetzt so. Vorher musste man die immer extra erst rausnehmen. Aus dem Shortcut-Menü. Aber das geht jetzt auch so. So, dann habe ich schon mal Hose und T-Shirt. So, Keule kommt rein. Um Tiere ohnmächtig zu hauen. Also Dinos. So, das sieht doch schon besser aus. Ist doch mal ein Anfang. Nahkampfschaden wieder hoch. So, jetzt beginne ich mit Türrahmen. Ja, Wand und Dach geht noch nicht. Da
Dafür muss ich jetzt noch ein bisschen leveln. Ach Mist, Herstellung. Ne, in Gramme wollte ich. Da, in Gramme. Ja, okay. Jetzt könnte ich mir ein Feuer machen und mal gucken, ob ich irgendeinen Dino besiegt kriege. Herstellung. Rüstung, Waffen, nein. Kochen, da war's. Strukturen, kochen. Stroh fehlt mir. So, dann nehme ich mir eine Spitzhacke. Ach so, übergewichtig rumlaufen ist nervig. Spreche ich aus Erfahrung. So, Stack geteilt und rauswerfen. Oh Mann, vorher könnte man das. Wow. So, nein. Ach so, ja, okay. Jetzt kann man das alles über Rechtsklick machen. Das ist natürlich sehr angenehm. Stroh, ich wollte einen Baum hacken. Ah, hier ist schon ein Gegner, Stufe 15. Eine Mücke, Stufe 15. Oh Mann. Ah. Das ist natürlich sehr wild, aber die for Victory. So, jetzt hat man hier. Was war das? So. Hier ist diese Mega Neura, so. Mega Neura, wie auch immer. So, wenn ich die jetzt zerhacke, kommt da Fleisch raus und wenn ich Glück habe, auch noch Chitin. Ne, Chitin gibt es nicht. Gibt es nur mit der Axt. Oder häufiger mit der Axt. So, Stroh, Stroh, Stroh. Weil mein Hunger sieht mittlerweile schon nicht gut aus. Ich versuche jetzt mal schnell noch ordentlich Stroh. Ein Fundament, zwei Fundament, drei Fundament. Ah, Mist, was fehlt mir? Fasern. Fasern, Fasern. Dann habe ich direkt ein bisschen ordentlicher. Heute hat jemand Beta einfach draußen hingesetzt. So, jetzt muss ich die Axt raus tun. Oder die Spitzhacke. Okay. So. Vier. Zunder. Und feindlichem Fundament. Okay, immer noch zu nah. Da war es auf einmal. So. Ja. Ist natürlich sehr schräg hier. Herstellung, zurückkochen. Machen wir uns eine Feuerstelle. Okidoki. So, jetzt haben wir unser erstes Feuerchen gemacht. Jetzt tue ich da Stroh rein und mein Fleisch. Feuer entzünden. So. Wie gesagt, das hat sich ein bisschen verändert hier vom Interface. Paar Sachen sind jetzt verschoben oder ganz anders anzuwenden. Deswegen dauert das vielleicht mal eine Sekunde, aber funktioniert ja alles. Das Gute ist, wenn es regnet, hat man keinen Durst mehr. Verstehe ich zwar eigentlich nicht so ganz, aber wir haben sehr große Poren, unser Körper nimmt das Wasser dadurch auf. Ist ja nur ein Vorteil. Ich habe ziemlich Glück mit den Dinos. Bis jetzt wurde ich noch nicht von Dinos überfallen. Nur wieder mal von den bösen Menschen. Ich weiß halt auch nicht, wie dunkel das jetzt für euch ist in dem Stream. Das kann ich nicht. Also bei mir, ich sehe eigentlich alles klar und deutlich. Wenn ich jetzt auf die Aufnahme gucke, sieht es sehr dunkel aus. Ich werde es mir auch nochmal anschauen. Ansonsten muss ich gucken, dass ich die Gamma hochgestellt bekomme. So, das Holz wird munter verbraucht. Für das Feuer halt, ganz klar.
So, jetzt habe ich auf 0. Jetzt kann ich da direkt automatisch auf 0 essen. Dann seht ihr auch, Essen geht wieder hoch. So, Level bin ich wieder gestiegen. Zack. Also. Strand, das, das. Ach, ich kann sogar schon Holz anbauen. Egal. Das. Tür. So. Und als nächstes brauche ich dann auch Schlafsäcke. Beziehungsweise ein Bett. Weil mit dem Bett dann spawnt man wieder hier, wo man war. Ansonsten fängt man irgendwo wieder an. Ist natürlich echt hart, wenn man immer wieder quasi von vorne anfängt, weil man verliert ja alles. Und das ist dann schon echt knackig, wenn man da ein ums andere Mal wieder von vorne anfangen muss. Und ich bin eigentlich auch eher so der Jäger als der Sammler. Gut, bauen kann ich auch relativ ordentlich. Ich mache mir jetzt erstmal ein 2x1 Haus. Türrahmen ein. Und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Davon eine Tür und zwei Dächer. Dächer. Dafür fehlt uns sehr wahrscheinlich Stroh. Holen wir eben. Wenn man herstellt, dann ist man auch verlangsamt. Heißt, man kann nicht die ganze Zeit munter herstellen und auf die Jagd gehen. Man muss das schon irgendwie trennen. So, und ihr seht jetzt halt auch, mir ist einfach schweinekalt. Da ist dieser Eisblock. Jetzt bin ich auch noch übergewichtig. Nimm, 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 nimm. So, aber dann schmeiße ich das hier mal kurz raus. Dann liegt das in so einem Paket da. Kann ich es wieder aufheben. Und jetzt baue ich das einfach direkt da dran. Weil wenn man ein Dach über dem Kopf hat und Wände, dann bringt einem auch das Feuer mehr. So. Zack. Habe ich mir mal eben schnell. Oh ja, mit E. So, ich habe es direkt zerstört. Kürzlich beschädigt. Erst in 3 Minuten kann man es reparieren. So. Erstes Dach. Das zweite Dach noch schnell, weil ihr seht schon jetzt unten dieses. Der Eisblock ist wieder zu einer Schneeflocke geworden. Oder Eiskristall. Jetzt ist wieder ein Eisblock. So. Stroh und Holz. So, jetzt bin ich erstmal sicher vor feindlichen Dinos und Pincode festlegen. 2222. Jetzt stellen wir. Achso, ich kann ja auch direkt, wenn ich einen neuen drücke, stellt er mir, wenn ich die Materialien habe, auch wieder dieses Objekt her. Zack. Okay, das war sowas von falsch. Und nochmal. Besser. Ach, nerv mich doch nicht. Ich habe doch gerade diese Tür aufgemacht. Jetzt will er mich verarschen. Zack. Jetzt haben wir unsere kleine Bude gebaut. So, wie sieht es mit dem Essen aus? Ja, das sieht doch gut aus. Dann habe ich auch erstmal Fleisch zum Überleben.
Das Fundament kann ich eigentlich wegtun, aber egal. So, eigenes Inventar. Nahkampfschaden. Mhm. Machen wir nochmal hoch. Okay. So. Schräge Strohdächer und Wände, das ist alles fürs Aussehen. Für den Anfang würde ich das auf jeden Fall weglassen. Das ist halt, ja, es ist gut zu haben, aber nicht notwendig. Ja, nachher, das dauert ein paar Level noch und dann werden wir auch coole Konstruktionen bauen. Da könnt ihr auch schreiben, wenn ihr irgendwas Spezielles haben wollt. Probiere ich alles sehr gerne aus, weil ja, ich bin nicht der Kreativste. Also klar, so ein gewisses Maß an Kreativität schon, aber umso mehr Leute, umso mehr Vorschläge, desto cooler wird es bestimmt am Ende. So. Ach man, ich hasse es, übergewichtig zu sein. Ja. Die erste Nacht werde ich auf jeden Fall drin bleiben. Mal gucken, kann ich mir noch Rüstung herstellen? Rüstungsstoff. Für beides brauche ich Leder. Ja, komm, dann gehe ich mal eben Leder besorgen. Ach ja, und fürs Bett auch. Also für diesen Schlafsack brauche ich auch Leder. Und der ist halt echt extrem wichtig. Oh Mann, jetzt schmeiß ich irgendwas raus. Das kann weg. Boah, jetzt wurde ich nervös. Das sind alles Pflanzenfresser. Die tun mir nichts. So, ich tue in das Feuer direkt noch mehr Holz. Dann verliere ich auch Gewicht. Sowas kann ich nicht da rein tun. Ne, nee. Stroh kann ich noch wegtun. Passt auch nicht mehr. Gut. Ja, aber sonst geht das ja vom Gewicht. So, da muss ich jetzt irgendeinen schwachen Pflanzenfresser finden. Ja, klar. Ich wollte einfach durch die Wand gehen, oder? So, am Strand, wie gesagt, da ist es eigentlich immer relativ sicher. Klar, es gibt auch Abschnitte, wo einfach irgendwelche Killer-Dinos rumlaufen. Und dann bist du sofort tot. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich nicht sterbe, bis ich mir einen Schlafsack gesetzt habe. Weil hier dieser Ort, der gefällt mir. Hier ist es sehr gemäßigt. Keine bösen Dinos. Bis jetzt auch noch kein böser Mensch. Gut, ist natürlich auch doof, wenn keine Dinos da sind. Wenigstens so nett und nehme nur so ein bisschen was raus. So, Fasern. So, den Rest kann er eigentlich behalten. Klar, null heißt er. Könnte auch einer sein, der mich beim nächsten Mal einfach tötet, weil es ein Arsch ist, aber naja. Ja gut. Hier sind irgendwie gar keine Dinos und nachts rumlaufen ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Warum bin ich denn immer noch so schwer? So, fallen lassen, bitte. So, jetzt kann ich auch ein bisschen rennen. Ein bisschen leckt das schon. Diese Dinger, da kann man sich schön dran aufspießen. Ja, mit dem Feuer in diesem Strohhaus sieht auch immer sehr gefährlich aus. Am Anfang dachte ich, die Häuser brennen ab, aber da habe ich zum Glück Glück gehabt und das passiert nicht. Ja, jetzt haben wir schon eine eigene kleine Bude. Ist zwar eher noch so eine kleine Junggesellenbude, aber das reicht dann auch für die erste Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal.